Ich habe im Juli etwas sehr Wichtiges gelernt. Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das hier ist mein Lesemonat Juni, mein Leserückblick für den Monat Juni. Ich zeige euch die Bücher, die ich im Juli gelesen habe. Und ja, ich habe schon vor dem Intro gesagt, ich habe was sehr Wichtiges gelernt. Und zwar ist das eine Sache, die ich zwar schon häufiger gesagt habe, aber die ich, glaube ich, noch nie so gemeint habe wie jetzt. Und zwar, mir ist es total egal, wie viel ich lese. Das ist so eine Sache, das ist hier gerade auf BookTube, in dieser Community, ist das immer wieder so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so ein kleiner Druck irgendwie. Ich sehe andere Leute, die super viel lesen in einem Monat und ich denke mir so, Mann, ich würde auch gern so viel schaffen, ich würde auch gern so viel lesen. Ja, und ich schaffe das meistens nicht. Also im Juni habe ich wirklich ja super viel gelesen, aber jetzt im Juli, ich kann es ja mal direkt sagen, ich habe 2 Bücher gelesen. Und ich würde sagen, vor einem Jahr oder so hätte mich das noch echt ein bisschen fertig gemacht. Nein, nicht fertig gemacht, aber es hätte mich schon sehr gestört. Aber mittlerweile bin ich einfach, glaube ich, an dem Punkt, dass, ja, dass ich sagen muss, es stört mich nicht mehr. Es ist okay. Das ist so ein Learning-Prozess gewesen. Ja, und jetzt kann ich mit stolzer Brust sagen, es ist wirklich egal. Und ich hoffe, dass ich nicht eine dieser Personen bin, die euch vielleicht Lesedruck machen, wenn ich viel lese, dass, ja, dass ich dann euch Druck mache und ihr euch denkt, oh Gott, ich würde auch gern so viel schaffen. Ich denke schon, dass es bei manchen so ist, denn ich kriege immer mal wieder Kommentare, oh, wie schaffst du es, so viel zu lesen? Ich würde auch gern so viel lesen. Und ja, im Endeffekt muss man vielleicht aber einfach verstehen, dass das wirklich total egal ist und dass man es halt so schafft, wie man es schafft. In manchen Monaten schafft man es vielleicht super viel zu lesen, weil man viel Zeit hat. In manchen Monaten schafft man es vielleicht gar nicht zu lesen oder man liest nur sehr wenig und das ist alles, finde ich, völlig in Ordnung. Und ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo ich das wirklich auch mit gutem Gewissen und wirklich von Herzen sagen kann, wo ich es wirklich auch so meine und es nicht nur so meinen will. Ja, und deshalb, ich habe 2 Bücher im Juli gelesen und die zeige ich euch jetzt. Und das erste ist Kingdoms of Smoke. Kingdoms of Smoke von Sally Green. Dämonenzorn heißt der zweite Band. Und es ist der zweite Band einer Trilogie, die ich dieses Jahr angefangen habe. Ich habe den ersten Band, ich glaube, Anfang des Jahres gelesen. Und es hat mir wirklich wieder sehr gut gefallen. Also von Kingdoms of Smoke Band 1 war ich zum Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, sehr überzeugt. Und, oder ja, überzeugt trifft es vielleicht besser. Und je länger ich über dieses Buch nachgedacht habe, denn ich habe wieder sehr häufig dann immer noch daran denken müssen, desto besser ist es geworden. Also es ist in mir so ein bisschen nachgereift und Band 1 wurde immer besser für mich. Und ja, dementsprechend habe ich mich dann sehr auf Band 2 gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Die Geschichte wird gut weitererzählt. Also es ist ein Fantasy-Roman. Es geht um mehrere Königreiche, die so nebeneinander existieren. Und es geht dann um jüngere Menschen hier, das sind diese Königreiche. Es geht um jüngere Menschen, jünger ist relativ, also ich glaube, die Jüngste ist 13 und der Älteste, das sind immer so verschiedene Sichtweisen, die wir haben. Ich glaube, der Älteste ist so Mitte, Ende 20, also für manche Leute ist das jetzt vielleicht super jung. Ich würde es jetzt nicht mehr als unbedingt jüngste Menschen bezeichnen. Auf jeden Fall, diese Leute sind halt alle irgendwie miteinander verbunden, in das Schicksal dieser Königreiche mit eingewebt und wir verfolgen die und ja, das ist total gut gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ansprechend geschrieben. Also ich finde, der Schreibstil ist ganz, ganz toll. Man fliegt da, finde ich, nur so durch. Irgendwie ist das so ein Buch, das ist so, das zergeht so auf der Zunge. Es ist nicht sonderlich anspruchsvoll, aber schon einfach irgendwie, es macht viel mit einem, es hat viel mit mir gemacht und ja, das fand ich sehr gut. Es war ein wirklich gutes, solides Buch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ja, ich möchte ganz bald weiterlesen. Ich habe den dritten Band noch nicht da und ich denke, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich mir den besorge. Aber wenn ich mir den besorge, dann möchte ich ganz dringend weiterlesen. Ja, und dann habe ich ein weiteres Buch gelesen von einem Autoren, wo ich sagen muss, ich glaube, das ist mit einer der bekanntesten Autoren der aktuellen Zeit, der ja, Neuzeit ist es ja nicht, ich weiß nicht, wie nennt man unsere literarische Epoche gerade, keine Ahnung, einer der bekanntesten Autoren der Welt, würde ich sagen, einer, der auch unfassbar viele Bücher geschrieben hat und zu dem ich schon sehr, sehr häufig
von euch und von anderen Leuten auch aus meinem generellen privaten Umfeld genötigt wurde, die gesagt haben, was, du hast noch nie was von dem gelesen, jetzt musst du aber mal. Und ich hatte ein Buch von ihm schon länger auf dem Sub und dann ist es über mich gekommen und ich habe dazu gegriffen. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer es ist. Und es ist Stephen King. Ja, Stephen King, Der Anschlag, habe ich gelesen im Juli und es hat mir grandios gut gefallen. Ich war wirklich so unfassbar überrascht. Ich weiß nicht, ich habe so überlegt, nachdem ich Kingdoms of Smoke beendet hatte, was lese ich als nächstes? Und ich stand so vor meinem Subregal und ich habe so geguckt und eigentlich hätte ich noch ganz viele andere Bücher, die ich irgendwie lesen muss, für diverse Challenges, die so laufen. Ihr wisst ja jetzt auch, läuft noch meine Nudelsalat-Challenge, die ich euch jetzt gezeigt habe, vorletztes Video im Rahmen des BookTube Summercamps. Da könnt ihr auch auf jeden Fall nochmal vorbeigucken, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Dann läuft für mich ja auch immer noch die Obstsalat-Challenge von der Steffi von Instagram-Account Buchbuch Bücher, die ja auch die Inspiration war für meine Nudelsalat-Challenge. Und das läuft noch, dann läuft meine 12 Bücher für 12 Monate-Liste, dann läuft meine Rache des Sub, die, ja, kleiner Spoiler, wirklich nicht gut läuft. Das sind einfach viele Sachen, die so laufen, aber ich hatte so Bock auf Stephen King, Der Anschlag, und ich dachte mir, das ist ein Buch, das hat 1050 Seiten, wenn du das jetzt nicht liest, dann wirst du es nie lesen. Denn bei so dicken Büchern, da muss man wirklich, wirklich Lust auf die haben, damit man auch zu denen greift. Und deshalb habe ich dann die Gunst der Stunde genutzt und das Buch aus dem Regal gezogen und es gelesen. Und wie gesagt, ich bin wirklich schwer überrascht worden. Es geht um, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, Jack Epping, der durch Zufall die Möglichkeit bekommt, in der Zeit zurückzureisen, in das Ende der 50er Jahre in den USA. Und dann zum Auftrag bekommt oder sich den Auftrag gibt, das Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern. Und das ist so der Aufhänger der Geschichte und es passiert ganz viel mehr. Also er muss ja, er reist zurück in das Ende der 50er und das Attentat auf John F. Kennedy war, jetzt steht es hier hinten auch drauf, sonst wüsste ich es nicht, 63. Und dementsprechend muss er ja ein paar Jahre auch rumkriegen in der Vergangenheit. Und wir erleben so mit, was er da so erlebt und wie er quasi da ja sich ein Leben aufbaut. Und das ist so gut geschrieben. Also ich hätte irgendwie gedacht, dass es mehr diesen Was-wäre-wenn-Zeitreise-Aspekt hat. Aber es ist mehr so der Aspekt, okay, er reist zurück und es passieren ihm ganz viele Dinge. Das steht auch hinten drauf. Die Vergangenheit wehrt sich gegen jede Änderung. So könnte man das sagen. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ich war so überwältigt von dem Schreibstil von Stephen King, dass ich habe Sachen da in diesem Buch gefühlt, einfach weil ich es nicht erwartet habe, dass das mich so mitnimmt. Das ist Wahnsinn. Ich habe einmal fast geweint, weil ich dachte, das hat mich so gerührt, was da passiert ist. Ich war so erschrocken teilweise und ich habe so mitgefiebert mit den Charakteren, obwohl ich jetzt gar nicht sagen könnte, dass mir die Charaktere super sympathisch sind oder dass das jetzt Leute sind, mit denen ich befreundet sein wollen würde, aber trotzdem, auf irgendeine Art, war ich so in der Geschichte drin. Ich war da so drin. Ich meine, klar, bei 1000 Seiten, da hat man ja auch viel, viel Zeit, in die Geschichte zu fallen. Aber es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das hätte ich persönlich wirklich nicht gedacht. Ich kann das ja jetzt hier zugeben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir Stephen King gefällt. Einfach, weil das ja so ein massentauglicher Autor ist. Und ich sag das sehr häufig, fällt mir so auf. Ich sag sehr häufig bei Büchern, die sehr gehypt sind oder die sehr massentauglich sind, dass ich denke, dass das dann nichts für mich ist. Und meistens sind sie dann doch was für mich. Vielleicht muss ich einfach mal einsehen, dass ich dann auch massentauglicher lese, als ich mir vielleicht eingestehen will. Man will ja immer irgendwie was Besonderes sein und man denkt ja immer, man wäre irgendwie was ganz Tolles, was ganz Einzigartiges. Ja, und im Endeffekt ist man das vielleicht dann doch auch nicht immer unbedingt. Was zumindest jetzt hier mein Leseverhalten angeht. Ich hatte auf jeden Fall unfassbar viel Spaß mit Der Anschlag. Ich möchte auf jeden Fall weitere Bücher von Stephen King lesen. Vielleicht nicht unbedingt irgendwelche 1000 Seiten schinken, weil ich glaube, wenn ich mir das nächste Buch von Stephen King besorge und es wieder 1000 Seiten hat, dann liegt das wahrscheinlich hier wieder 2 Jahre ungelesen rum.
Aber wenn ihr da, und ich bin mir sehr sicher, dass es einige von euch da draußen gibt, die mir da helfen können, wenn ihr da Empfehlungen habt für gute Stephen King Bücher, denn so wie ich gehört habe, hat er ja auch ein bisschen Müll geschrieben, aber für gute Stephen King Bücher, die vielleicht nicht unbedingt gerade 1000 Seiten haben, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann wage ich mich vielleicht weiter hinein in die Welt von Stephen King, denn ich glaube, da könnte sehr viel auf mich zukommen. Ach ja, und nicht unbedingt Horror. Also er schreibt ja auch Horror. Horror bin ich auch eher raus. Also mehr so in die Richtung von Der Anschlag. Das hat mir wirklich wahnsinnig gefallen. Also ich war baff. Ja, und dementsprechend ist das Video jetzt hier auch schon vorbei. Es ist relativ kurz dafür, dafür, dass ich nur zwei Bücher gelesen habe, ist eigentlich doch relativ lang geworden. Jetzt sind jetzt hier knapp 13 Minuten Aufnahmezeit. Ich werde das ja noch ein bisschen runtercutten, dann wird es ein bisschen weniger. Aber ja, das waren die Bücher, die ich im Juli gelesen habe. Ich bin mal gespannt, wie das so im August wird. Ich glaube nicht, dass es da besser wird. Besser ist in Anführungszeichen. Siehst du, jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Ich glaube nicht, dass es da mehr wird, sollte ich vielleicht eigentlich sagen. Denn wir haben jetzt heute den, weiß ich nicht, 10. August oder so. Und ich habe noch kein Buch beendet und ich bin jetzt nächste Woche nicht da. Bin ich unterwegs und dann darauf die Woche bin ich auch nicht da. Dementsprechend muss ich mal gucken, wie das so wird. Ich werde euch auf jeden Fall dann ja updaten und ihr kriegt das ja alles mit. So viel jetzt aber dazu. Sagt mir gerne mal, was ihr so im Juli gelesen habt, wie ihr das so findet. Macht ihr euch viel Stress, was das angeht, viel zu lesen, wenig zu lesen? Updatet mich da doch mal gerne. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sage bis dahin.